Man sieht ja, dass die Umsätze im Bio-Lebensmittelhandel bzw. insgesamt der Umsatz von Bioprodukten immer weiter steigt. Es gibt immer mehr Produkte, die unter dem Bio-Label verkauft werden. Es gibt immer mehr Marken, die sich dem Thema Bio verschrieben haben. Und so natürlich den Nachhaltigkeitsgedanken und das Umweltbewusstsein der Bevölkerung weiter transportieren wollen. Was sich aber auch zeigt, ist, dass viele Lebensmittel, viele Produkte an sich immer noch in Plastik verpackt sind. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, woran liegt das? Was ist da der Hintergrund und hat nicht tatsächlich eine nachhaltige Faltschaftenverpackung beispielsweise einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung von Produkten? Die Studie ist so aufgesetzt, dass wir uns 9 Produktkategorien herausgesucht haben, die natürlich in Absprache mit dem FFI, also auch Pro Carton. Für diese Studie oder für diese Produktkategorien haben wir jeweils 4 Produktbilder generiert, die das Produkt einmal in der Faltschaftenverpackung und einmal in der Kunststoffverpackung zeigen, beziehungsweise das Produkt auch einmal in der Bioqualität und einmal in der konventionellen Qualität. Den Teilnehmern der Studie wurde dann jeweils ein Produktbild gezeigt, also aus einer Produktkategorie jeweils ein Produktbild, beispielsweise eine Keksverpackung in der Faltschaffelverpackung und in Bioqualität. Und im Anschluss daran durften die Teilnehmer dann Fragen zu diesem Produkt und der Verpackung beantworten. Die wesentlichen Ergebnisse sind, dass die Verpackung oder das Verpackungsmaterial einen Einfluss auf die Produktwahrnehmung hat. Zum einen ist es so, dass die Konsumenten, die Teilnehmer unserer Studie in dem Fall, die Faltschachtelverpackung immer als besser wahrnehmen, besser im Hinblick der Qualität, besser im Hinblick auf Nachhaltigkeit des Produktes, als auch besser in der Gesamtbewertung. Aber nicht nur das, sondern die Teilnehmer sehen auch eine Aufwertung des Produktes. Sie sind Bioprodukte, die in der Faltschachtel verpackt wurden, immer als besser wahrgenommen worden, als qualitativ hochwertiger wahrgenommen, als nachhaltiger wahrgenommen. Das heißt, insgesamt hat die Faltschachtelverpackung tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung des Produktes. Und jetzt hätte ich noch gerne Ihre ganz persönliche Meinung. Was ist Ihr persönliches Fazit aus dieser Studie? Ja, ich fand die Studie selbst sehr überraschend, dass man einfach dadurch, dass man ein Produkt anders verpackt, einen positiven Einfluss auf das Produkt haben kann. Das heißt, dass quasi eine nachhaltige Verpackung das Produkt aufwertet, dass das Produkt dadurch öfter gekauft wird von Konsumenten. Das fand ich sehr überraschend und sehr das Schöne an der Studie.